viel ist nicht mehr übrig. Es sind jetzt die letzten sechs so gesehen, die letzten sechs Herausforderungen, die noch offen sind. Der Fight Club fehlt noch. Hier vorne haben wir noch einen Mech-Anzug Vandalismus, der noch offen ist. Hier haben wir noch einen zweiten Fight Club. Dann haben wir hier noch zwei Spalte, die rumfliegen. Und natürlich dann hinten noch ein Vandalismus. Und zu guter Letzt der Turm. Den hebe ich mir aber ganz bis zum Schluss auf. Und von dem her würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem Fight Club. Zack. Der Turm, warum der Turm ganz zum Schluss? Da sind auch die letzten Datensammlungen noch drauf, die noch gesammelt werden müssen. Und ich habe für den Turm bisher keine Nebenaufgabe bekommen, um den zu aktivieren. Das heißt, es wird dann später irgendwann sein. Und sobald ich jetzt hier auch die letzten paar Sachen aktiv habe, werde ich den Koop-Modus einschalten. Und sobald dann jemand reinkommen sollte für einen Koop, werde ich dann dementsprechend auch noch die letzten Koop-Missionen versuchen zu starten. Boswell Yunichi! Super Power Fight Club! Na, wo sind meine Gegner? Ready? Wave One! Dann wollen wir mal, wir haben ja hier keine Waffen. Wir müssen die auf herkömmliche Art und Weise hier töten. Wollen wir den nächsten da oben? Bombs! Voll in die Fresse! Jetzt haben wir hier unten noch jemanden. Hörst du auf damit? Da haben wir noch eine. Bams! Wo ist die denn jetzt hin? Wave one, complete. So, Nummer 1 ist weg. Jetzt kommt Wave 2. Okay, ich hätte natürlich auch einfach nur Leute töten können, so per Hand. Eigentlich muss ich oben rauf. Los, komm her! Das ist es doch. Weiß noch nicht, was ihr habt. Wave 3 bitte! Wave 3! Fight! And now the Genki Girls! Hallo, jetzt geht kaputt, doofe Ziege! Was halten die hier aus? Na, sofort erholen! Falsch! Ping! Bams! Aber voll gegen die Wand hauen! Und die halten aber schon einiges aus. Du schmeißt sie nicht mit Bällen! Nächste Wave. Wo? Hell yeah! Sag mal. Lass das! Ich hasse das! Boah! Ey! Sag mal! Na super! Bin ich extra wegen dir auf Silber runtergefallen oder wie? That's it! Gott, Ping! Und kaputt bist du! Ja! Bams! Another successful round of
Okay, das war jetzt zwar nur Silber. Ich könnte das jetzt eigentlich schnell nochmal machen, weil so schwer ist der Fight Club eigentlich gar nicht. Komm, den machen wir jetzt nochmal gerade schnell nochmal. Da haben wir den auf Gold. Und wenn wir den nächsten nämlich dann auch noch schnell auf Gold machen, dann kriegen wir dafür nämlich auch noch einen kleinen Bonus. Dann kriegen wir die Genki Girls nämlich so gesehen als Gefährten mit dazu. Und noch irgendwie so einen komischen Buff kriegen wir dann auch nochmal extra. So einen Agro-Buff. Ich weiß gar nicht, wofür der ist. Welcome back to Super Power Fight Club. Ja, alles okay. Starten wir direkt hier oben. So, Nummer 1 ist down. Bams! 2. 3. Vier. Da bist du. In die Eier. Stöcke. Wave one. Complete. King of the Hill, das war jetzt hier oben. Wave two. King of the Hill. Part Fang. Na! Lass du mich wieder da. Aua! Rein! Boah, ey! Da hoch! So! Is anyone counting these pills? If they lose a spot, they lose the round! Und jetzt kommt doch schon. Wave two, complete. So, und das nächste, das waren jetzt, glaube ich, einfach nur wieder ein paar Gegner zum Wave Zusammenschlagen. Three, fight. Here comes the Genki Girls. Genau, die Genki Girls, die kann ich ja so einfach zusammenhauen, wenn ich sie kriege. Da hinten haben wir eine. Na, ah, jetzt da rein. So. Nummer 1 down. Na! Na! Doch! Kannst du mal damit aufhören? So, die letzte Ziege. Bums! Knack! Ja, dann soll er auch mal gefälligst kommen. Aber nö, lässt mal bitte auf sich warten. Wo ist er denn? Da oben bist du. Ja gut, dann komme ich ja zu dir. Na. Na. Hallo. Jetzt aber. Oh. Wo bist du hin? The leader of the Ronin is done for. Und da seid für mich jetzt hier endlich eine Goldmedaille. Jawohl. Bäm. Hast du davon? Fight Club geschafft und diesmal auf Gold. Jawohl, ja, XP ist eigentlich scheißegal geworden. XP Booster braucht man eigentlich gar nicht in diesem Spiel. Wenn man alles eh auf Gold abschließen will, dann muss man das oft genug machen. Von dem her, XP kriegt man hier ohne Ende. Gut, damit haben wir den Fight Club weg. Oh, hier haben wir einen ein Dingens, ein Audiolog, den können wir noch schnell mitnehmen. The boss kept the crew together when we landed in Steelport.
First we took out that asshole Philippe and then Kilbane for what he did to Johnny's funeral. Stag was just icing on the cake, really. I thought I'd be happy with revenge, but it was never the same. Even when the boss won the election and we moved to the White House, I couldn't stop thinking about what Johnny would say about it all. Ab in den Mechanzug! Mumm! Jawoll! Randale schieben! Geiles Ding! Wieder Akku ist fast leer. Willst du mich veralbern? Ich bin hier mit im Game. Kann es nicht bringen. Na los jetzt hier, komm, ich will Rakete schießen. Na also, es geht doch. Schön. Genauso muss es doch sein. Hochwertige Ziele, bestimmte hochwertige Ziele bringen Bargeld ein, wenn du sie zerstörst. Bargeld ist mir eigentlich scheißegal. Bumm! Ach, guck an. Das habe ich aber schon mal fast Gold. Vorne haben wir noch was. So, radieren wir uns einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Da hinten haben wir noch. Wumm! So, bang! Genau so und nicht anders. So, und damit haben wir schon mal Bronze. Auseinander rausreißen hier. SWAT-Team, ach, drauf geschissen, das ist ein SWAT-Team. Silber. So einfach ist das. Mech-Anzug, Vandalismus geschafft. Scheiß auf XP. Braucht kein Schwein mehr. Goldmedaille beim Fahrzeugvandalismus. Silbermedaille beim Fahrzeugvandalismus. Moment. Das heißt, ich müsste jetzt die Monster Trucks freigeschaltet haben? Upgrades. Fahrzeuge. Monster Trucks! Ja! Eine Auswahl Monster Trucks steht dir nur dem Gateway gerade zur Verfügung. Ja, geil! Und der Saints Xor. Gateway Garage, kann man den jetzt auch holen. Fahrzeuge. Ist das der? Jo. Cool. Jetzt hat man den sogar automatisch. Also irgendwann kriegt man den so oder so. Das ist natürlich auch geil. Die meisten Sachen kriegt man so oder so. Beim, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, auf irgendeinem Turm haben wir ja auch so ein Hover-Teil gefunden. Ja. Okay, nur fliegen mit dem muss ich noch üben. Ja. Always knew the Saints were ambitious, but I never thought I'd see them end up in the White House. And when the player called me saying how they couldn't do it without me, how could I say no? Thought maybe I was in line for vice president, but I guess Keith beat me to it. Still. Being the president chief of staff certainly had its perks.
Not bad for a kid from Sunnyvale Gardens. Und da haben wir noch einen Audiolog. Nehmen wir den auch gleich mit. When the Vice King stopped being about protecting Sunnyvale, I knew it was time to get out of the game. I was hoping that Benjamin could keep the city locked down, but years passed, and it ended up being the same old shit. Only this time, the victims were the people in Saints Row. I thought the Vice Kings was a cautionary tale that I learned something from. That if I built a new street gang, I could control it, not make the same mistakes King did. I was so fucking naive.